Willkommen bei der Sailing Team Germany Online Academy. Beim letzten Mal haben wir den Coriolis-Effekt und seine Auswirkungen in der Vertikalaufbau erklärt und hierzu einige Praxisbeispiele gezeigt. Folgende Situation kommt öfters auch mal vor. Weil es meistens hier um eine sehr instabile Windlage geht, kann ein gutes Einschätzen von Coriolis-Effekt helfen, um eine richtige Seitenwahl zu treffen. Oft genug liegt beim Rennen mit ablandiger Wind die Luftmarke ziemlich dicht in der Nähe der Küste. Das Schlimmste, was ich da erlebt habe, war eine Lufttonne etwa 50 Meter vom Strand, was natürlich für die Segler kein Spaß war. Jeder Wasserlandübergang hat einen Einfluss auf den Bowenwind. In diesem Fall ist das öfters der gleiche Effekt und jawohl, es hat wieder mal mit Coriolis zu tun. Jeder weiß, dass der Wind unter Land erstmal abnimmt. Nur einige verstehen, dass obwohl dieser Wind schwächer ist, dieser aber öfters nach links gedreht ist, als vergleichsweise ein Wind weiter weg von Land. Grund dafür ist natürlich wieder der Unterschied in der Oberflächenreibung zwischen dem Wind über Land und dem übers Wasser. Durch die Zunahme der Oberflächenreibung wird der Wind über Land weniger nach rechts abgelenkt. Je dichter du Richtung Land kommst, desto weiter dreht der Wind also nach links. Also ein paar Fragen muss man bei diesem Effekt immer wieder stellen. Die erste ist eigentlich, wie weit von der Küste kommt diesem Effekt eigentlich aus Wasser? Laut meiner Erfahrung ist es manchmal nur 500 Meter, also ziemlich dicht an der Küste, wo dieser Link-Effekt ist. Aber ich habe es auch mal erlebt, dass es wirklich vermutet bis auf 2 Kilometer kommt. Die Faktoren, die da helfen, sind Luft- und Wassertemperaturunterschiede, Landbeschaffenheit oder Luftfeuchtigkeit. Es ist klar, dass du beim Einsegeln eigentlich am besten einen Kurs untersuchen musst vor der Regatta, wo es genau liegt. Es wird keine stationäre Geschichte sein, aber schon gut erkennbar, dass je dichter du am Land kommst, dass du auf deinen Kompass bessere Zahlen siehst, wenn du über dem Steuerbord die Lufttonne anlegst. Ein oft gemachter Fehler im Zuge dieses Modells ist, dass Segler denken, dass in dieser Situation der Wind sich fast benimmt wie ein Ventilator. Demnach soll er auf der linken Seite mehr nach links gedreht sein als vergleichsweise in der Mitte oder rechten Seite am oberen Ende des Spielfeldes. Das ist also ganz falsch. So ja. Realistischer ist es zu verstehen, dass statt einem Ventilator, der weiter nach links gedreht an Land steht, es unter Land Windfelder gibt mit öfters nach links gedrehtem Wind. Also ich zeichne mal hier ein paar Windfelder. Eigentlich überall da, wo gleichmäßig der und alles ist hier ein bisschen mehr nach links versetzt im Vergleich mit Bodenwind hier. Es ist also möglich, an diesen Feldern vorbeizusägen und schlechter als von der Mitte oder rechten Seite des Kurses an der Luftmarke anzukommen. Man kann nämlich zwischen diesen Feldern durchsägen. Mit der Idee, dass es Felder sind, wird es hoffentlich verständlicher, dass es schlauer ist, von einem zum nächsten Windfeld zu sägen, aber doch bitte von der linken Seite. Natürlich gibt es auf dieses Szenario wieder ein paar Ausnahmen. Die erste Ausnahme ist, wenn gerade eine Wolke an der rechten Seite des Spielfeldes hängt und es da so viel besseren Wind gibt, dass es eigentlich keinen Sinn macht, diesen Coriolis-Linksdreher an der Lufttonne zu erreichen. Also wir haben im Prinzip hier beide Effekte auf dem Kurs dargestellt, wobei wir natürlich hier an der rechten Seite erstmal davon ausgehen, dass diese Wolke einfach mehr Druck bringt und vielleicht auch sogar von der rechten Seite. Und dass diesen Vorteil einfach größer ist, als versuchen hier die Windfelder mit der nach links gedrehten Wind zu erreichen, um jedenfalls hier diesen Schenkel gut durchzukommen. Das ist jedenfalls das erste Beispiel. Aufpassen also. Eine zweite Ausnahme ist, dass es manchmal auf der linken Seite hinter der Luftmarke an Land einige richtig hohe Gebäude stehen, die für eine größere Abdeckung auf der linken Seite des Spielfeldes sorgen. Hier haben wir wieder die etwas falsche Ventilatordarstellung, aber man muss sich eigentlich vorstellen, dass in diesem Falle, weil dieses Gebäude hier steht, vielleicht gibt es hier dann ein Windfeld, vielleicht zieht die auch sogar auf den Kurs, aber hier an der rechten Seite kann man vielleicht doch noch ein paar mehr Windfelder erreichen. Dann hat man zwar die falsche Richtung von diesen Windfeldern, aber man hat wenigstens den Druck. Und diese Abdeckung sorgt dann dafür, dass du wenige Windfelder hast
Und da ist der Unterschied dann ziemlich groß und klar für die rechte Seite. So, nicht blind darauf verlassen, dass unter Land immer alles gleich ist. Nein, wegen Abdeckung kann da auch eine Seite ganz klar benachteiligt sein, ob schon es von das Coriolis-Prinzip der richtige Seite ist. Okay, letzte Ausnahme. Was komplizierter ist es, wenn das Rennen in einer Konvektionsphase stattfindet und es durch Kaltluftaustausch mehr Rechtsdreher gibt. Dies ist meistens morgens, wenn der Sonne noch richtig das Land aufheizt. Und man erkennt es unter anderem daran, dass die Windfelder mit mehr Druck kälter sind. Und man kann es auch daran erkennen, dass es über Land so die ersten Kumuli-Wolken gibt, die zu der aufbauenden Thermik gehören. Was diese Windfelder angeht, ist ziemlich klar, dass wenn der Wind nur über Land mehr Reibung empfunden hat, dass es in der Tat ein von Coriolis erzeugter Linksdreher ist. Wenn aber der Wind von der Kaltluftaustausch beeinflusst worden ist, dann wird er auch von Temperatur anders sein. Erstmal ist er divergierend und zweitens wird er auch viel kalter anführen. Das sind natürlich Riesenfaktoren und die muss man absolut richtig feststellen und wissen, wie das alles aussieht, damit man hier das zum Besten nutzen kann. In all diesen Situationen gilt, dass du diese Effekte nur bis zum Start des ersten Rennens untersuchen kannst, um für den Start und erste Kreuz eine richtige Seitenmauer zu treffen. Für alle Kursabschnitte und auch Rennen danach musst du deine Aufmerksamkeit während der Segern immer wieder auf die besprochenen Dinge lenken, um mögliche Windänderungen auf den Kurs antizipieren zu können. Okay, bis soweit die Ausnahmen. Wir haben in diesem Video versucht, euch klarzumachen, dass wenn die Lufttonne unter Land liegt, der Wind dichter beim Land zwar abnimmt, aber wieder mal wegen Coriolis nach links gedreht ist, wegen der größeren Oberflächenreibung. Auch haben wir versucht, ein paar Ausnahmen auf dieses Phänomen darzustellen. Ich hoffe, das hilft euch beim Regattasegen und ich wünsche euch gut Winds. Bis zum nächsten Mal beim Video.